Also grundsätzlich versuche ich schon aus dem Moment heraus zu regenerieren. Also das heißt auch am Patienten, wenn ich arbeite am Patienten, dann ist das schon auch, hat etwas mit Kontemplation zu tun. Man arbeitet ja mit der Natur, man hat die Zeit, man muss sich die Zeit nehmen und man konzentriert sich auf das, was man tut, und das ist für mich schon eigentlich eine Art Meditation. Aber das ist nur, wirklich nur der Moment, an dem ich am Patienten sitze und meine Arbeit mache. Das ist nur dann eigentlich der Fall. Und sobald es dann in die Organisation rübergeht, der Praxis, des Personals, des Tagesablaufs, des Materials, der Technik, des Materials an sich, der Geräte, nicht, dann wird es viel mehr eine organisatorische Geschichte, die auf vielen Gleisen gleichzeitig läuft, und das ist dann ermüdend, das ist dann anstrengend und das ist dann auch energiefordernd eigentlich. Also ich versuche einfach, das Programm in der Praxis doch so ruhig zu halten, dass ich zwischen den Patienten, wo es unruhig wird, wo es kräftezehrend wird eigentlich, energiezehrend wird, dass ich immer gute, möglichst lange konzentrierte Sitzungen am Patienten habe, dann hole ich da schon einiges raus. Was natürlich ist, nach 20 Jahren Praxisarbeit, ist, das laugt schon auch etwas aus. Und da muss ich schon sagen, dass die Musik für mich ein Freiraum ist, an dem ich nicht professionell sein muss, an dem ich kein Publikum habe eigentlich. Also ich bin frei, ich kann auch falsch spielen. Ich kann auch nicht gut synchron spielen, aber ich habe die Leidenschaft und die Freude des Instruments, der Gitarre selbst. Des Klanges, der Variation auch von einem Instrument zum anderen, nicht? Und da kann man dann schon sich vertun in einem gewissen Sinne, überhaupt nicht leistungsorientiert. Also da bin ich niemandem, bin ich irgendwie Rechenschaft schuldig und bin niemandem gegenüber verpflichtet, und da bin ich eigentlich frei. Und heute mit diesen Möglichkeiten der elektronischen Medien, dass man so Play-alongs, Bands im Rücken haben kann, die immer wieder dasselbe spielen, die man auf Repeat drücken kann, dann früher war das so mit der Band, nachdem die dreimal dasselbe spielen musste, dann haben die gesagt, wenn du es jetzt noch nicht kannst, dann machen wir es nicht nochmals wieder. Nicht? Also im Prinzip ist man heute freier, unabhängiger, und das genieße ich schon sehr, dass ich da ein bisschen noch Homo Ludens, spielender Bub sein kann. Und ab und zu brauche ich das wirklich. Ich brauche es nicht jeden Abend, aber ab und zu brauche ich es. Und sonst haben wir in der Praxis unten, im Archivlokal der Praxis, haben wir auch einen Übungsraum eingerichtet eigentlich. Und da kann ich auch hingehen, gerne eben dann mit jemand anderem. Austausch ist dann schon auch wichtig. Also man muss jemanden finden, der etwa auf gleichem Niveau ist und der das Ganze gut mitmacht und der auch nicht diesen professionellen Anspruch hat. Musik.
Ich habe den Hund auch, also Spaziergang in der Natur eigentlich nicht. Also, ich wollte eigentlich mal ein Sabbatical organisieren, weil ich das Gefühl hatte, ich habe zu viel Praxis eigentlich. Und dann haben wir den Hund genommen und nach einem Jahr hat mir dann jemand gefragt, wie ist es jetzt mit deinem Sabbatical? Habe ich gesagt, habe ich vergessen, brauche ich gar nicht mehr. Ich gehe jeden Abend vorne zu Bett gehen, gehe ich eine gute halbe Stunde mit dem Hund durch das Dorf spazieren eigentlich, Nacht. Das kann bis Mitternacht sein und ich gehe dann eigentlich recht entspannt schlafen und schlafe dann, wenn ich kurz schlafe, schlafe ich trotzdem gut. Und dann kann es eigentlich wieder losgehen. Also die Haltung am Bürotisch kennen ja alle, die gibt auch gewisse Probleme, aber bei uns Zahnärzten ist es vor allem die einseitige Haltung, nicht die Rechtshänder sind nach rechts gebeugt, die Linkshänder nach links gebeugt. Und wenn man das 20, 25 Jahre lang tut, dann spürt man schon eine gewisse Einseitigkeit und die spüre ich auch und ich halte jetzt dagegen mit Gymnastikübungen am Morgen, vor allem Kräftigungs-, Dehnungsübungen. Dann natürlich die Spaziergänge versuche ich dann wirklich auch aufrecht zu gehen, bewusst aufrecht zu gehen. Ist nicht mal so einfach, aber durch die Aufmerksamkeit, die wir den Hund widmen müssen, können wir auch uns selber widmen und es ist dann einfach ein bewusstes Spazieren gehen, nicht einfach ein Gedankenerfülltes, sondern man ist achtsam auf was der Hund sieht, auf was der Hund reagiert und dann ist man auch präsenter mit sich selber. Ja, natürlich die andere Regeneration, wirklich der komplette Freiraum, den finde ich dann natürlich bei der Musik und das ist auch im Büro hier zu finden. Ich habe vis-à-vis drei Gitarren an der Wand, die laden mich dann immer wieder ein, auch etwas hier drin zu spielen.